So, herzlich willkommen hier heute zum Topspiel in der Bezirksliga Unterland, der siebte Spieltag. Der SV Leingarten, Tabellenzweiter, empfängt den Tabellenführer aus Neckarsulm, Türkspor Neckarsulm. Beide bisher noch kein Spiel verloren, volle Punktzahl. Ja, und heute wird sich mal entscheiden, wer ist die Number One im Unterland. Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, ihre Apotheken-Weiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC, Castella Baukonzept, CIC, Castella Immokonzept, Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte, eine Marke der JZ Garage. Und Johnny's Sportsbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Ja, und auch hier nochmal der Hinweis, Johnny's Sportbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Am nächsten Donnerstag, Unterländerabend, ab 19 Uhr, kommen da alle Spiele von HNX-TV aus dieser Saison auf 8 Fernseher gleichzeitig. Tolles Event. Wäre schön, wenn auch der ein oder andere von euch hier mit dabei wäre. Jetzt aber zum Eckball vom SV Leingarten in der 6. Minute. Erste Möglichkeit geblockt von Markus Geiger war das. Und dann machen wir schon einen kleinen Sprung in die 19. Eckball für Türkspor Neckarsulm. Und auch der Ball knapp am Tor vorbei. Ein paar Minuten später dann wieder der SV Leingarten. Schöner Pass hier auf die Außenposition, dann zurückgelegt auf Nick Rieker. Und der zieht das Ding hier drüber aus vollem Lauf. Strammer Schuss, aber ein bisschen zu hoch eingestellt. In der 24. dann Türkspor Neckarsulm, vorerst geklärt vom der Leingartner Abwehr. Aber die Neckarsulmer bleiben in Ballbesitz und suchen hier die Lücke mit Takac, Demirel. Und dann der Pass schön auf Takac nochmal. Der geht in den Strafraum, legt jetzt in die Mitte. Und dann steht es 1:0. Fatih Sahin, schneller als die Leingartner Abwehr, macht hier die Führung für Türkspor Neckarsulm. Das Ganze in der 25. Minute. Ja, haben sie schön lange gewartet. Dann toller Pass auf die Außenbahn. Der legt quer und Fatih Sahin macht hier den Treffer für Türkspor Neckarsulm. Ja, Rückstände ist man eigentlich mittlerweile gewohnt beim SV Leingarten. Bisher konnte man alle wieder drehen. Gerade mal eine Minute später Freistoßsituation vor dem Tor von Türkspor. Auch der erst einmal geblockt. Der zweite geblockt. Der dritte dann hoch rausgeschlagen und da kann sich ein Leingartner draufsetzen, legt raus auf Dominik Rieker, in der Mitte dann Thomas Hagel, aber der kommt nicht mehr richtig ran. Die anschließende Ecke dann, gleiche Bild, wieder Hagel, diesmal hätte er es eigentlich machen können, fast machen müssen, aber köpft den Ball hier übers Tor. Aber Leingarten bleibt dran, drückt hier auf den Ausgleich, nächste gute Möglichkeit, wieder knapp am Tor vorbei. Ja, wie man es kennt, wollen sich nicht geschlagen geben. Diese Saison öfters mal in Rückstand, aber wie gesagt, bis jetzt konnten sie es immer wieder drehen. Dann aber wieder Türkspor, wieder Fatih Sahin. Und dieses Mal verzieht er den Ball am Tor vorbei, aber sehr gute Möglichkeit. Die 38, nochmal der SV Leingarten, langer Ball auf Markus K. Und dann Robin Guldi. Zieht ab, aber verzieht das Ding hier in der 38. Weiterhin knappe Führung für die Neckarsulmer, die da mit einer Standardsituation flach geschossen. Demirel. Und dann probiert es selbst, aber da rutscht der Ball über die Schlappen. Ja, letzte Situation in der ersten Halbzeit. Nochmal der SV Leingarten versucht den Ball in die Mitte zu kriegen. Dann war Schluss. Mit einer knappen Führung geht Türkspor Neckarsulm hier in die Kabinen. Ja, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Erste Möglichkeit für den SV Leingarten. Freistoß aus rechter Position. Nick Rieker bringt den Ball rein. Dann fällt der erste um, der zweite um. Und dann hat der Keeper Harun Özdemir den Ball. Kein Elfmeterpfiff vom Schiedsrichter. 9 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Einwurf von Nick Rieker. Schön verlängert. Und dann auf hinten abgelegt. Und der Ball gerade noch geklärt. Sehr gute Möglichkeit hier zum Ausgleich für die Leingartner. Aber Türkspor verteidigt sehr, sehr gut.
Nächste Situation dann wieder für den SV Leingarten. Die drücken hier in der zweiten Halbzeit, aber zu wenig Druck im Ball und somit kein Thema für Özdemir. 7 Minuten später, weiter geht's, wieder der SV Leingarten. Wollten hier unbedingt den Ausgleich erzielen, ähnliche Situation, wieder zu ungenau direkt in die Arme des Keepers. Nur noch 20 Minuten hat der SV Leingarten weiterhin Führung für Türkspor Neckarsulm. Und dann kommt Tim Beckbissinger hier an den Ball und zimmert den hier unter die Latte. Herrliches Tor für den SV Leingarten. Der durchaus verdiente Ausgleich in der 71. Spielminute. Schauen wir uns nochmal an. Schöner Ball auf Tim Beckbissinger und dann ins Tor gezimmert, keine Chance für Harun Özdemir. Und jetzt steht es 1:1. Ja, wer wird jetzt mehr versuchen? Erst einmal nochmal Standardsituation für die Leingartner. Nick Rieker, ja, so langsam wird es ein bisschen knapper. Gute 20 cm übers Tor. Dann die 78. Angriff von Leingarten. Da kommt einer zu Fall. Herrn Orbin Guldi geht in den Strafraum, wird gelegt von Hamdi Ayili. Unser Hamdi macht hier das Ding und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Den führt er aus Nick Rieker gegen Harun Özdemir. Und Rieker bleibt cool und SV Leingarten dreht hier das Spiel 2:1, 12 Minuten vor Ende der Partie. Nick Rieker, der Torschütze zur Führung der Leingartner. Ja, falsches Eck. Und dann schiebt er das Ding ganz locker ein hier. Ja, und wie so oft in dieser Saison, hinten gelegen, Spiel gedreht. Und Leingarten drückt hier auf die Entscheidung, will unbedingt das 3:1 haben. Sehr, sehr gute Möglichkeit, ganz knapp am Ball vorbeigezogen. Und jetzt sind noch 3 Minuten zu spielen hier in Leingarten. Jetzt kommt nochmal Türkspor, Neckarsulm, Ball Richtung Strafraum, erstmal geklärt. Aber dann kommt noch mal einer ran, semmelt das Ding allerdings einiges übers Tor. Dann Ballverlust am Mittelfeld von Türkspor Neckarsulm und der nächste Angriff des SV Leingarten. Schön reingebracht. Dominik Rieker macht hier die Entscheidung, das 3:1 für den SV Leingarten. Schöner Kopfballaufsetzer, keine Chance für Harun Özdemir. Und Leingarten macht das Ding hier klar. 3:1, noch ja, sagen wir mit Nachspielzeit 4-5 Minuten zu spielen. Semenol schön reingegeben hier vom eingewechselten Avlind Gashi und Dominik Rieker mit dem Treffer für den SVL. Ja, und das kurz vor Schluss, das heißt, das Ding wird Leingarten wohl irgendwie heimfahren. Türkspor nochmal mit einer Möglichkeit. Ja, tankt sich hier komplett durch, aber dann legt er den Ball. Lebenstor, beste Möglichkeit von Türkspor in der zweiten Halbzeit. Der SV Leingarten gewinnt das Ding hier mit 3:1 gegen Türkspor. Neckarsulm setzt sich in der Tabelle jetzt 3 Punkte ab, ist die einzige Mannschaft, die bisher alle 7 Spiele gewinnen konnte. 21 Punkte jetzt dahinter, dann Türkspor Neckarsulm mit 18. Und dann gleich Wüstenrot und die SG Stettenklein-Gerdach auf Platz 3 und 4 mit 16 Punkten. Wir haben noch 2 Interviews. Viel Spaß dabei. Ja, zum Spitzenspiel heute haben wir versucht dagegen zu halten, aber wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, haben es verhindert, dass sie mit langen Bällen agieren können. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir halt abgeschalten, haben nicht das Spiel gemacht, was wir machen wollten und somit auch verdient verloren, meiner Meinung nach. Danke. Also, wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich gleich gut ins Spiel gefunden, meiner Meinung nach. Haben dann aber leider mit der ersten Chance vom Gegner das Gegentor bekommen. Haben dann kurz gebraucht, haben dann aber gleich wieder auf der Gegenseite uns gute Chancen erspielt. Und dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit viel vorgenommen. Haben das auch umgesetzt, vom Gegner kam nicht mehr viel. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hatten der 90. noch eine Torchance, aber ansonsten haben wir dann nicht mehr viel zugelassen und insofern denke ich, geht der Sieg am Ende auch verdient für uns. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.